Willkommen zum Projektmorgen von der Klasse Kleber. Hier haben wir ein paar Tiere, also besser gesagt Insekten, ein paar außergewöhnliche. Das sind so. Hier habe ich die Schauben. Das wäre aus meiner Klasse, hat sich getraut, eine auf die Hand zu nehmen. Diese hier sind die Fauchschauben. Wenn man sie auf dem Rücken streichelt, fauchen sie. Das hier ist der afrikanische Tausendfüßler. Er ist ungefährlich. Seine Füße bewegen sich, wie man hier sehen kann, in einer Welle. Es fühlt sich an, als würde ein leichter Lufthauch auf deiner Haut sein. Er rollt sich ein, wenn er Angst hat. Das hier ist der afrikanische Rosenkäfer. Ich zeige euch nun die Larve. Sie sieht sehr ekelhaft aus. Sie sieht sehr ekelhaft aus und ist auch sehr ekelhaft. Wir alle versuchen jetzt, diese Larve anzufassen oder sie sogar in die Hand zu nehmen. Viel zu ekelhaft. Und jetzt zum Abschluss mal etwas Süßeres. Und zwar die afrikanischen Zwergmäuse. Der tut immer Kopf in den Stecker. Hat er überhaupt Glitter? Nein, der Kopf ist in den Kopf rein. Hat Glitter? Ja. Wir sind akrobatisch, ne? Die sind wirklich nah. Das mal an. Schön.